Um am Peer-to-Peer-Netzwerk teilzunehmen, generiere ich mir zuerst mit elliptischer Kurvenkryptographie ein asymmetrisches Schlüsselpaar aus privaten und öffentlichen Schlüsseln. Den öffentlichen Schlüssel hashe ich dann mehrmals mit SHA-256 und RIPE-MD-160, füge ein paar Informationen hinzu, um zwischen Testnet und Mainnet zu unterscheiden und habe am Ende eine Base-58-kodierte Adresse, die ich mit anderen Teilnehmern teilen kann. Wenn ich es also will, dass jemand anderes mir Coins im Netzwerk schickt, teile ich diese Adresse mit jemandem anderen. Er generiert eine Transaktion, signiert diese Transaktion mit seinem privaten Schlüssel und schickt die Transaktion ans gesamte Netzwerk. Miner schauen jetzt darum, suchen sich die Transaktionen raus, wo die größten Transaktionsgebühren mit verbunden sind und sammeln diese Transaktionen in Packs von ungefähr 1000 Transaktionen und hashen dann das Ganze, also der Transaktionshash. Da der Hash eine mathematische Einwegfunktion ist, muss der Miner jetzt also Millionen oder Milliarden an verschiedenen Varianten ausprobieren, bis er auf den passenden Hash mit 10 führenden Nullen kommt. Das Netzwerk passt jetzt alle 2 Wochen die Anzahl dieser führenden Nullen an, um, egal wie viele Teilnehmer es im Netzwerk gibt, eine feste Blockzeit von 10 Minuten zu erreichen. Es wird also alle 10 Minuten ein neuer Block angehängt. Und wenn jetzt halt ein Miner nach 10 Minuten durchschnittlich zufällig drauf kommt, okay, ich habe jetzt den passenden Hash, teilt er diesen Hash für den gesamten Block mit allen anderen Teilnehmern im Netzwerk und kann dann darauf hoffen, dass es einige Nachfolgeblöcke später für ihn einen Block-Reward gibt. Hört sich jetzt erstmal ziemlich kompliziert an, ist es im Grunde genommen auch, aber es ist ein super spannendes Thema und es wird in Zukunft eher noch an Bedeutung gewinnen in Sachen E-Mobility, in Sachen Microtransactions. Das sind alles Themenfelder, wo man davon ausgeht, dass die Technologie sich in den nächsten Jahren durchsetzen wird.